Abgestürzt. Nicht das Spiel, sondern ich. Ach Menno, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored. Oh, wir können sogar, weil wir mittlerweile so hoch hüpfen können, da direkt hoch. Cool. Aua, mein Kopf. Aua. Aber jetzt. Havelock und Martin, was war nochmal das Ziel? Ach ja, triff dich mit Havelock und Martin in der Bar. In der Bar? Eine Bar für Inder? Stimmt's? Das Kräfte einsetzen. Oh, jetzt habe ich hier kaputt gemacht. Oh, wir haben es überlebt. Können wir mittlerweile mehr aushalten? War das nicht das, was ich mir gegönnt habe? Ich könnte meinen, das könnte sein. Hallo, ihr alle. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Nicht rumzucken. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Das ist alles? Darf ich auf den Campbells Tagebuch. Tisch? Erstaunlich, wie viele Aufseher er erpresst hat. Das Buch ist in der Tat der Schlüssel zum Orden. Wie er hochguckt. Ich glaube, ihm gefällt das nicht so sehr, wie sie beide hochgucken. Ja, geht das? Nicht, dass die Straßen angenehm wären, aber zumindest gibt's keine Aufstände. Wir tun Sokolov ist unberechenbar. Und als Leiter der Akademie der Naturphilosophie, was ist in sie gefahren? Weiß nicht. Ach, ich wollte jetzt eigentlich alle drei reden lassen, aber es geht nun, nicht. Ohne Campbell bemühe ich meine verbliebenen sie Kontakte im Orden. Mit den Pendletons. Und spreche hier und da mit einigen neuen Kampf in einem Bordell? Das mal sehen wir, was das Wir quatschen einfach alle. Haben Sie den Verstand verloren? Da liegt noch was. Ah. Oh. Ja. Man merkt, ich habe eine kleine Pause hinter mir. Wie groß die Hände sind. Fast so groß wie das Gesicht, ey. Wo ist Wallace? Wo ist dein Glas? Wallace. Sie sind befördert, wo Sie auch sind. Oberster Lakai. Was will denn der von mir? Oh, die Sonnenstrahlen wieder. Und ich will einen Umweg gehen. Jetzt bin ich zufrieden. Samuel, wir können im Grunde aufbrechen, ne? Ich habe ja alles getan, was zu tun war. Hier gab es ja nichts mehr. Nö. Moment. Bevor wir losfahren. Weg mit dem Zeug. Ich will mal Emily besuchen. Wo war sie nochmal? Ich habe das ja schon mal gesehen. Ich glaube, sie war in dem Turm da oben. Da war sie, ups, zu Hause. Geh ich halt ganz hoch. Schwupp. Ich glaube, sie war in dem Turm hier. Callista, ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich, wir zeigen es Ihnen später, in Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah, wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie sie so vermissen. Hätte ich's doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. Ach Mensch. Das ist wirklich ziemlich mies. Ruf zu den Sphären, Band 1. Da drüben liegt auch noch was. Wir wollen Emily nicht treten. Auszug aus einem Buch über Feste und Feiertage. So. Was gibt's denn hier noch zu sagen, Callista? Ich habe alles vorbereitet. Stundenpläne, Tagesablauf. Wir gestalten ihr Leben hier so normal wie möglich. Sonst noch was? Die Schrecken, die sie sah.
Aber all das ist bald vorbei. Jetzt kann ich allen hier meinen Wert beweisen. Mach das mal. Dieser Ort ist nicht so schön wie die Golden Cat, aber mir gefällt er trotzdem besser. Kann ich verstehen. Man sieht den Tower auf der anderen Seite des Flusses. Dort starb meine Mutter. Echt, das sieht man manchmal von hier? Manchmal denke ich an den Mann, der meine Mutter erstach. Wer war er? Gute Frage. Die Person ist beschäftigt. Also, diese. Der Tower dahin. Na gut, wir ziehen mal wieder von dann. Wir machen aber zu, ehe die beiden sich noch erkälten. Und ich würde ja ganz gerne abkürzen. Kann man im Wasser Fallschaden bekommen? Wir können sie mal ausprobieren. Wozu gibt es hier das schöne Schnellspeichern? Oh Gott. Oh oh. Oh. Aua, Fischi. Fischi. Aua, Fischi. Scheiß Fischi, Mann. Ich greife dich an. Aua, Fischi. Oh, der haut ja richtig rein, sehe ich gerade. Ich dachte, der knappert uns so ganz leicht so am Ohrläppchen, aber nein. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Alles klar. Wir pennen während der Fahrt. Auf zu... wenn Sie soweit sind. Sokolov. Erforsche verlassene Gebäude und Gassen. Das war wieder zu kurz. Caldwin-Brücke, der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und einer seiner mächtigsten adeligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Caldwin-Brücke. Echt, auf der Brücke lebt er? Also die Brücke sieht schon sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Erinnert natürlich an die Tower Bridge. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Ich weiß es nicht. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Aha. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Ich glaube, du weißt ziemlich viel. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Das ist klar. Diese Person ist beschäftigt. Dann sind wir auch mal beschäftigt. Deaktiviere die Scheinwerfer. Und finde eben Sokolovs Wohnung. Südlicher Bridgeway. Bridgeway. Abschaum, wo? Ich will auch Schaum. Seifenschaum. Sahneschaum. Wer macht da solche Geräusche? Zwei Ratten, die sieht man ja doch ziemlich weit gerade eben. Was steht denn hier eigentlich alles drin? Scheinwerfer und Sokolovs Wohnung finden. Aber wenn wir gerade mal hier sind. Da hinten wäre eine Rune. Da wären die Scheinwerfer, da wäre ein Knochenartefakt. Und hier hinten wäre nichts weiter. Ich glaube, ich will mal darüber gehen. Was steht denn hier rum? Teekanne? Nee, Wasserhahn, Waschbecken. Au. Oh. Nee? Okay. Aber hier komme ich ja nicht hoch, sehe ich gerade. Und hier komme ich auch nicht rum. Das ist ja etwas blöd. Könnt ihr hier lang? Ah, das kleine Dach, aber es ist nicht besonders lang. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Psst. Niemand hat uns gehört. Niemand. Wenn die Rune da hinten ist, sollte ich ja eher mal in die Richtung gehen. Also da unten am Wasser entlang. Ich glaube schon.
Dann könnte ich mich darüber teleportieren, wenn wieder Energie da ist. Könnte ich es auch über die Kette schaffen? Jupp. Klang zwar etwas ungesund, aber hat funktioniert. Aber sie klimpert, das ist nicht gut eigentlich. Was? Samuel ist schon von dann gezogen? Ist der da unten? Nee. Der versteckt sich irgendwo mit seinem Boot. Guckt keiner? Gut. Ah, hier komme ich auch nicht rum. Ah, hier hinten geht's lang, aber... hat mich jetzt nicht großartig weitergebracht. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Verzieh dich! Wie nett die zueinander sind. Hier kann man auch nirgendwo rein. Und aufs Dach schon gar nicht. Psst. Gibt's hier einen Eingang? Den hätten wir schon mal. Teleport hätten wir noch aktiv. Also mit ihm soll es da nicht hochgehen. Das finde ich doof. Ich will ihn mal hier ablegen. Sicher, sicher. Du hängst aber da. Kommen wir echt nicht rum? Wir könnten schwimmen, da sind nur die bösen Fischis drin. Das wird nix. Das Schwimmen wird nix, das kann ich mir abschminken. So, wen picke ich mir als nächstes heraus? Den da hinten vielleicht? Also die zwei stehen immer noch zusammen. Ich warte mal, bis er wieder dahinter geht. Dann werde ich mich da auf die Straße teleportieren und dann werde ich mir ihn schnappen. Die beiden, die können da mal bleiben, wo sie gerade sind. Die gucken nicht gerade dahin. Sieht man ja schön hier am Sichtfeld. Du kommst mal her. Könnten wir dich auch hier hinten ablegen? Es wäre immer noch sehr reizvoll, wenn wir das mal komplett ohne Alarm schaffen würden. Also wenn uns gar niemand mitbekommen würde. Ich kann ihn doch bestimmt an die Mülltonne packen, oder? Ob die abgeholt wird? Bums. Zumachen. Die zwei stehen noch da, da könnte ich was einsammeln, aber hier könnte ich rein und das da hinten ist mir gerade nicht so wichtig. Da hinten stünde wieder einer. Ratten gibt's auch. Aufgemacht. Ich muss essen. Tivianisches Erz, Geld, immer her damit. Wobei wir mittlerweile da angekommen sind, wo wir uns schon gar nicht mehr so viel kaufen würden. Und ich bin damit sehr zufrieden mit dem, was wir aktuell haben. Lagerhausschlüssel erforderlich, okay. Dann halt ohne. Da oben gibt's wieder Mampfe und Gesundheit. Hier oben ist niemand, das ist schön. Ah, der Schlüssel. Mann. Oh, stimmt. Die Blaupause habe ich mir ja gar nicht angeschaut. Oder? Das gefaltene Galvani-Herz. Müssen wir unbedingt mal nachholen, wenn wir das nächste Mal wieder zu Hause sind. Muss ich dran denken. Was kann man hier machen? Schalter umlegen, dann geht das auf. Dann können wir da rüber, oder? Würde ich jetzt mal meinen. Wollen wir rüberfahren? Dürfen wir rüberfahren? Ich setze mich einfach mal rein. Achso, hier fehlt Walöl. Ich muss erstmal Geld mitnehmen. Sonst funktioniert das hier alles nicht. Wo bekommen wir jetzt Walöl her? Von da oben vielleicht? Ich kann hier mal etwas lauter sein. Hier ist nämlich niemand. Da hinten wäre ein Tank. Mehrere. Da müssen wir uns hin teleportieren. Ansonsten gibt es hier nichts weiter, bloß die Tankers. Nee. Und mal eben speichern. Ach nee, ich muss erst umlegen. Kann ich das von hier oben machen? Ja.
Ding fährt jetzt darüber. Hier ist nicht zu sehen. Dass sie das gar nicht so wirklich stört, ist ja auch verwunderlich, ja? Da wären die Brückenscheinwerfer. Hierdurch geht's wohl nicht. Hier wäre eine Flasche zum Ablenken. Das Pfeifen gefällt mir auch in dem Spiel von den Pfeifen. Was macht der da unten? Ich mach's mal kurz wieder weg und wieder hin. Ich glaube, er dreht gleich wieder um. Dann wäre es nämlich kacke, wenn wir da stünden. Ja, genau, das meine ich eben. Deswegen habe ich jetzt gewartet. Aber der andere macht keine Anstalten, irgendwie sich zu bewegen, hä? Von daher schnappen wir uns ihn mal. Jetzt nicht umdrehen, ne? Wir sind direkt neben dir. Darf ich hoch? Nee. Oh, oh. Bitte nicht so einen Lärm machen. Oder ist da noch einer? Sehe ich gerade auf der Straße. Oh Gott, das sind zwei. Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Du bringst mich immer zum Lachen. Mann, ich will doch. Ich will doch mit denen da hoch. Ich leg dir einfach mal hier. Was ist da unten? Moment, wer ist da unten? Das waren wir aber nicht. Eine Leiche, Beute nehmen. Flup. Wir bestehlen die Leichen, die Armen. Aber alles für den guten Zweck. Au, schon wieder. Also, wir sollten uns mal so einen Helm zulegen, wie die denn teilweise haben. Oh Gott, er macht Lärm. Oder kommt er rüber? Oh, oh. Jetzt entdeckt er die Leute. Was ist passiert? Weiß nicht. Ja. Die beiden, die sind... Nein, die beiden sind mit den Köpfen gegeneinander gerannt, deswegen liegen die beide da. Keine Sorge, ich finde dich schon. Du brauchst niemanden finden, hier ist nämlich niemand. Und dann, ah, wieder böse Fischis. Hey, aufwachen! Hörst du mich? Kann ich ihn jetzt ärgern? Sehe ich da gerade einen Fall? Ich sehe es gerade nicht mit der Sicht. Was ist passiert? Hast du was von Kopf bekommen? Bleib doch mal da länger stehen, aber... Kannst dich nicht ewig verstecken. Komm hier nicht hoch. Ich will nicht da auch, wenn er uns dann senkt. Ich werde dein Versteck könnte. Finden. Soll ich mal eben schnell durchschwimmen? Mal gucken, ob das geht. Komm mal da drüben raus. Ich glaube, wir sind nicht so schnell beim Schwimmen. Renn schön weiter. Au. 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 Es knabbert. Ich kann da nicht hoch. Scheiße. Kann man hier nirgendwo rum? Der sieht halt was. Das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder? Sieht er uns da. Aber es war auf jeden Fall eine schlechte Idee, weil da geht's nirgendwo lang. Ich finde dich schon. Glück gehabt. Was machen wir denn jetzt? Der ist ja alarmiert. Wer ist das? Da drüben. Zu den Waffen. Psst. Das ist jetzt doof. Ich weiß, dass du hier bist. Schön weiter. Ich würde ganz gerne mal da ganz hoch. Aber so weit geht's nicht. Moment. Kann ich vielleicht was ausbauen? Habe ich noch genügend Drohnen? Ich weiß es gerade nicht. Ach, wir haben schon Stufe 2. Na toll. Du hast 6 Drohnen. Ich werd bekloppt, ey. Wir haben Stufe 1, Stufe 2... Wir werden generell schneller werden. Oder wir können die Zeit generell anhalten. Ich habe die Zeit verlangsamt, aber noch gar nicht benutzt. Das könnte ich mir bei ihm zunutze machen. Was wäre das da? Aber ich müsste erst mal hier auch kommen. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf Suchen. Oh. Ich kann dich sehen. Das ist ja Quatsch. Du spinnst ja. Er kann uns zwar sehen, aber er hat noch nicht Alarm geschlagen. Wird jetzt etwas dauern, bis er uns vergisst, aber er wird uns jetzt so nicht finden. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Hexenfisch. Zäh. Ja,
wenn ihr ihn seht. Hallo. Wo bist du? Oh. Ist auch noch mal ab. Wirst du niemals. Wenn ich jetzt hier durch die Treppe schlüpfen könnte, Mann. Wenn der sich jetzt umdreht, ist er dran. Komm, geh da weg. Genau. Du bist dran, Mann. Leg dich zu den anderen. Der da drüben, der wird jetzt hoffentlich nichts mitbekommen. Da. Und nicht runterfallen. Oh. Stimmt, hätte ich die auch hinlegen können, fällt mir gerade mal so ein. Einer weniger. Wie weit ist der letzte jetzt weg? Ah, voll. Wo ist er denn hin? Hallo? Das ist ja seltsam. Drüben ist niemand, hä? Dann gehe ich da mal rein. Nö. Oh, ich höre ihn. Und ich höre einen Knochenartefakt. Stimmt, ich muss ja nochmal zur Rune. Oder ist das hier die Rune, die hier liegt? Falsches Zimmer. Wer hat jetzt was gehört? Wie laut vor allen Dingen? Von der anderen Seite blockiert? Ernsthaft jetzt? Was liegt denn da genau? Es ist die Rune. Da ist auf jeden Fall... Ich muss wahrscheinlich durchs Erdgeschoss rein und dann mich da hochhangeln. Aber ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. In der nächsten Folge weiter herumschleichen. Das klappt ja an sich ganz gut. Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.